Kann der Bund jedes Jahr auf 250 Millionen Franken verzichten? Um so viel Geld geht es nämlich bei der Stempelsteuervorlage, wo wir im Februar darüber abstimmen. Befürworter sagen, gerade in Zeiten von Corona sei jede finanzielle Entlastung für Unternehmen gut. Gegner, die reden von einem Stempelsteuerbeschiss. Einzig Grosskonzerne und die Finanzindustrie würden zu profitieren. Bei mir in der Sendung kontrovers diskutieren Priska Birrer-Heimo, Nationalrätin von der SP aus dem Kanton Luzern, und auf der anderen Seite der Franz Grüter, Nationalrat SVP, ebenfalls aus dem Kanton Luzern. Ja, Frau Birrer, 250 Millionen Franken, das ist knapp ein halbes Prozent und sogar noch ein bisschen weniger vom Gesamtbudget von der Eidgenossenschaft, vom Bund. Wieso muss man wegen so einem kleinen Betrag ein Referendum ergreifen? Es ist unbedingt nötig, weil es ist eben in einer ganzen Serie von ganzen Haufen Entlastungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren für die Firmen, für Vermögende. Und das ist eine Tranche mehr in dem Salami, wo wir sagen, wo immer wieder abgeschnitten wird und wo am Schluss fehlt in der Bundeskasse. Und wenn ich sehe, dass man nachher beim Budget um 5 Millionen, um 10 Millionen, um 20 Millionen streitet, wo immer auch die Frage ist, wem kommt das zugute? Oder wer muss denn dafür blüten, ist es ganz klar, eine Viertelmilliarde können wir uns nicht leisten, ist zu viel, vor allem zu viel an einer Branche, die es gar nicht nötig hat. Frau Grüter, ist noch spannend, der Betrag sind 230 Millionen, ist beim Vaterschaftsurlaub ist es genauso viel gewesen. Du hast eure Seite gesagt, 230 Millionen, das können wir uns nicht leisten, das ist viel zu teuer jetzt, 250 Millionen sollen wir einfach so wegstecken. Ja, man muss sehen, oder? Wenn man schaut, was in der Unternehmensbesteuerung läuft und was jetzt insbesondere noch wird auf die Schweiz zukommen. Wir reden ja von einer Minimalsteuer, die eingeführt werden soll für die grossen Firmen. Da gibt es einzelne Firmen, die Zahlen sind gerade letzte Woche rausgekommen, die allein durch die Steuerharmonisierung, die europaweit passiert, bis zu 100 Millionen mehr Steuern zahlen. Und also diese 250 Millionen sind dann im Vergleich zu dem, wo die Steuern sollen durchgehen, schon fast ein Klacks dagegen. Und ich glaube, wir müssen einfach das Ganze unter dem Stichwort Standortattraktivität sehen. Also das ist definitiv eine Steuer, die völlig falsch ist. Es geht nämlich nicht um Gewinn besteuern, sondern es besteuert den, wenn jemand investiert und Risiken auf sich nimmt. Sie haben schon die Mindeststeuer von der OECD angetönt, wo wir sicher im Verlauf der Sendung noch drauf kommen. Ich werde jetzt noch schnell bei dieser Stempelabgabe bleiben. Es gibt ja hier drei verschiedene. Jetzt geht es um die Emissionsabgabe. Das heisst, wenn jemand 1 Million Franken Eigenkapital beschafft, also wenn er Aktien rausgibt, zahlt er 1% davon Steuern an den Staat. Also ist das gerechtfertigt? Ja, genau, weil wir haben ja Transaktionssteuern. Wir tun immer, wenn etwas die Hand wechselt, tun wir in der Regel eine Steuer zahlen. Das ist beim Lohnen so, wenn es wechselt vom Arbeitgeber zur Arbeitnehmerin und ich es nachher als Einkommen versteuere. Es ist so beim Konsum, wo etwas die Hand wechselt. Ich habe Mehrwertsteuer drauf. Es ist so zum Beispiel beim Grundstückkauf. Wir haben jüngste Beispiele immer, wenn etwas die Hand wechselt. Und wir zahlen auf jedes Gipfel, auf jedes Kaffee, auf jeden Pulli zahlen wir Mehrwertsteuer. Der Finanzsektor ist aber weitgehend für seine eigenen Dienstleistungen, also zum Beispiel Banktransaktionen und solche, die wir jetzt davor reden, ist ausgenommen. Und damals, als man die Mehrwertsteuer eingeführt hat, 1993, ist das ganz klar auch eigentlich das Übereinkommen gewesen von allen, wenn man schon den Konsum so besteuert. Und damals hat man wollen, dass die Finanzbranche ausgenommen ist, die Bankenbranche, Versicherungsbranche, eben, es sind ja verschiedene Elemente, hat man gesagt, aber wenigstens der Stempel, der bleibt. Und die Stempelsteuer ist 1%, erst ab einem Freibetrag von 1 Million. Also im Vergleich zu einer Mehrwertsteuer von 7,7% Peanut. Und es sollen alle ihren Beitrag leisten für die Finanzierung von dem Staat, für die Leistungen, die wir auch alle gerne haben. Und wegen dem ist es nicht richtig, dass die jetzt ausgenommen werden. Priska Birrer, ich glaube, ihr seid, wenn ihr das bekämpft, oder, dann könnt ihr verkennen, wir sind auch nicht dagegen, dass ein Unternehmen, wenn es einen Gewinn macht oder einen Mehrwert erzielt, Mehrwertsteuer, dass es dann Steuern abliefert. Aber da reden wir von einer Steuer, die auch volkswirtschaftlich, die ist, also ich muss es so sagen, ist eine birrenweiche Steuer. Oder wenn ich ein Unternehmen, das investiert, das Risiko auf sich nimmt, wo Arbeitsplätze schafft, zuerst noch bevor es einen Franken verdient hat, gehen 1% Steuern erheben, dann ist das A, ein falscher Anreiz, B, tut es die Firmen dazu motivieren, statt Aktienkapital Fremdkapital, also z.B. Darlehen aufzunehmen, da gibt es die Steuern nicht.
Und auch wenn man international schaut, in der EU sind all die Steuern abgeschafft worden. Es hat nur noch Spanien und Griechenland die Steuer. Und die EU geht sogar dazu über, dass man statt eine Steuer erheben, wenn jemand investiert, sogar eher einen Anreiz schafft, eine Gewinnreduktion kann machen kann, dass wenn man investiert, dass man nicht nur bestraft wird, sondern dass man im Gegenteil sogar einen Anreiz müsste haben. Also gut, da muss man mal sagen, dass erstens einmal andere Länder dafür eine Finanztransaktionssteuer können. Das können wir nicht. Das wäre ja genau das. Finanztransaktionen können wir nicht. Es gibt andere Länder, die eine Kapitalgewinnsteuer können. Können wir auch nicht. Also wir tun den Bereich, wo es ums Kapital geht, wo es auch um Unternehmen geht, tun wir heute schon massiv entlasten, seit vielen Jahren zunehmend immer wieder entlasten. Es sind über all die Jahre hinweg Milliarden, die dort Steuereinnahmen fehlen oder nicht mehr zahlen werden. Und wegen dem ist es richtig, dass wir hier auch diese Transaktion besteuern. Und jetzt muss ich einfach noch etwas sagen. Natürlich kann man so argumentieren, oder man investiert. Ja, wenn jemand, eine Arbeitnehmerin, die jetzt vielleicht eine neue Stelle anfängt, und dann heisst es ja, das und das musst du haben. Vielleicht zum Beispiel jetzt halt gleich für Homeoffice einen besseren PC daheim. Vielleicht braucht es noch ein GA, weil der Arbeitsweg weiter ist. Dann tut die Person auch das erste Mal etwas investieren, privat, persönlich. Zahlt dort natürlich genau gleich Mehrwertsteuer drauf, wäre vielleicht auch froh, wenn die dort nicht drauf wäre, ohne dass dort schon etwas verdient worden ist. Das ist auch eine Anfangsinvestition, die man dort leistet. Also von dem her ist die Situation vergleichbar mit anderen Situationen. Und es ist einfach so, wir brauchen auch diese Einnahmen. Und ich möchte noch, ich weiss nicht, ob wir drauf kommen, aber noch sagen, die meisten Unternehmen, nämlich von diesen rund 600'000, 99,7% dünnt sich anders finanzieren. Dünnt meistens sich aus den Gewinnen heraus finanzieren, aus dem Ersparten heraus finanzieren. Und die wenigsten brauchen das überhaupt. Und von diesen wenigen sind viel grosser. Ich möchte ein paar aufnehmen, die Frage, die Sie ein bisschen angetönt haben. Frau Grüter, wir haben 600'000 KMU-Betriebe in der Schweiz. 600'000. 2'000 von diesen Zahlen überhaupt, die Emissionsabgabe sind betroffen gewesen im 2020. Also sind 0,4% gut. Und wiederum von denen sind ja 50 Firmen, die fast die Hälfte zahlen. Also ist das wirklich so eine grosse Belastung für die KMUs, wie ihr sagt? Es ist nicht nur für KMUs, es trifft tatsächlich auch grössere Firmen. Aber genau diese grösseren Firmen sind auch die, die es nachher betrifft, wenn jetzt die Minimalsteuer kommt. Und dort werden wir mit, also wir rechnen damit, dass allein für den Bund mehrere hundert Millionen an zusätzlichen Steuereinnahmen durch das generiert werden. Das tut das mehr als nur überkompensieren. Und ich glaube einfach, dass es ein Fehlanreiz ist. Oder man muss sehen, die Emissionsabgabe, also die Stempelsteuer, von der wir hier reden, die ist 1917 eingeführt worden. Während dem Ersten Weltkrieg. Und zwar haben zu dem Zeitpunkt haben die Firmen gar keine Steuern zahlt. Das war hier gar noch nicht aus Angst gesehen. Und dann hat man gesagt, um die Lasten vom Ersten Weltkrieg zu beseitigen, helfen die mit der Emissionsabgabe. Heute zahlen die Firmen 60% der Bundeseinnahmen und der Wohlstand in unserem Land. Der Wohlstand in unserem Land von den direkten Bundessteuern. Nein, es sind die Hälfte. Von der direkten Bundessteuer ist gerade die letzte Zahl 12,7 zu 12,7 ja, natürliche juristische. Aber Priska Birrer, ich meine, jetzt müsst ihr doch einfach mal schauen, was in den letzten 20 Jahren in der Schweiz wirklich gewachsen ist, sind die Einnahmen von den juristischen, von den Firmen. Und das sind, die schaffen die Arbeitsplätze. Das ist ein Teil vom Wohlstand von unserem Land. Wir haben keinen Rohstoff drin. Also müssen wir doch attraktive Standorte, Attraktivität bieten. Und wir sind der Meinung, mit diesem kleinen Schritt, Abschaffung, Emissionsabgabe, tun wir bereits einen ersten Teil kompensieren von dem, was nachher wieder auf diese Firmen wird zukommen mit dieser Steuerharmonisierung. Ich will gleich schnell nachhaken, Franz Grüter. Es sind 0,4% von den Firmen, die das zahlt im 2020. Und ihr sagt ja, es ist eine KMU-Steuer. Also es ist ganz ein kleiner Bereich von, ja, also von der KMU. Ich kann dazu etwas sagen. Ich habe selber schon einige Firmen gegründet in meinem Leben. Ich bin gerade aktuell sind wir wieder dran in einem jungen Unternehmen, wo es erst seit 3 Jahren gibt, wo wir mehr Kapital brauchen. Das ist eine kleine Firma, hat 5 Leute,
wo wir jetzt weiteres Kapital tun. Da reden wir bereits von einem Betrag gesamthaft über 1 Million. Also es ist schon nicht nur, es sind nicht irgendwelche nur Weltkonzerne, die trifft es natürlich auch, aber es hat durchaus auch Firmen dabei, die nicht riesig sind. Es ist in der Anzahl sind es tatsächlich nicht so viel. Der Bundesrat hat ja die Zahl publiziert. Ich glaube, es sind etwa 2300 Unternehmungen. Aber es gibt natürlich auch viele Unternehmungen, die sagen, statt dass wir Kapitalerhöhung machen, wo wir noch 1% im Staat abliefern, nehmen wir Fremdkapital auf. Also wir machen Schulden. Dort haben wir die Steuern nicht. Es schafft auch einen Fehlanreiz. Eine Firma sollte, wenn sie gesund ist, sollte eine Firma möglichst hohes Eigenkapital haben und möglichst wenig Schulden haben. Chris Kabirer, Franz Grüter sagt Neugründungen, also Start-ups. Oder? Also wenn jetzt jemand eine Firma gegründet hat und nachher dann muss er 1 Million Eigenkapital zusätzlich aufnehmen. Jetzt zahlt er schon 10'000 Franken, einfach so im Staat. Also, ist das gerecht? Ja, das ist gerecht, weil alle sollen ihren Beitrag leisten. Und das ist auch in diesem Bereich so. Und Start-ups, also ich habe gerade hier auch den neuesten Start-up-Monitor angeschaut. Start-ups haben heute zunehmend Möglichkeiten, sich Kapital zu beschaffen. Das heisst da auch, sie heben immer besser ab, sie haben immer mehr Investoren. In diesem Bereich ist dann mehr das Problem, dass sie zum Beispiel Arbeitskräfte bekommen, die sie nicht zahlen können. Start-ups sind sehr viel im IT-Bereich. Und dann hast du irgend so ein Google oder eine andere grosse Firma in Zürich, wo tolle Löhne zahlt und alle Leute abzieht. Und dann ist für Start-up dann mein Problem, ob sie dort zu den Arbeitskräften kommen, wo sie dann noch zahlen können. Das ist dann mein Problem. Und der Bundesrat Merz hat 2005 genau auf die Frage von dieser Abschaffung von der Emissionsabgabe in einer Bundesratsantwort gesagt, Nutznießer wären in erster Linie multinationale Unternehmen, Banken, Versicherungen, Holdinggesellschaften, aber sicher nicht KMU. Das zeigen die Zahlen ganz genau. Und jetzt komme ich noch zur OECD-Steuerreform. Dort sind ja nur die Unternehmen betroffen, die über 750 Millionen Umsatz pro Jahr haben. Interessanterweise sind aber genau die grossen Unternehmen in der Schweiz, die in diese Kategorie kommen. Da kann man Nestle nennen, da kann man Novartis nennen, da kann man Roche nennen, die grossen Pharmaunternehmen, die grossen Lebensmittel, oder also Nestle ist ja ein Teil Lebensmittel, kann man nennen. Die haben ja in den letzten Jahren Aktien zurückgekauft. Die haben ja das Gegenteil gemacht. Die zahlen keine Emissionsabgabe, weil sie sie zurückkaufen. Und wenn wir dann noch dazu kommen, was der früher war. Ja, aber wir haben zum Beispiel eine Kapitalsteuer gehabt. Das heisst, wir haben genau das Eigenkapital, haben wir früher besteuert. Auf Bundesebene ist die abgeschafft worden. Das war eine von diesen Tranchen, wo man die Unternehmen entlastet hat. Und wegen dem sagen wir, es kann nicht sein, dass in Zukunft nur noch der Lohn, Einkommen, Rente und der Konsum besteuert wird und der Finanzsektor wird sich verabschieden. Mit der OECD für Zuschauerinnen und Zuschauer, also die OECD hat ja entschieden, dass wir sind etwa 130 Länder haben entschieden, dass es eine Minimalsteuer in Zukunft soll geben von 15% für Unternehmensgewinn. Ihr sagt ja jetzt eben, dann gehen die Steuern zum Teil in der Schweiz zu. Darum braucht es jetzt auch die Abschaffung von dieser Stempelsteuer, von dieser Emissionsabgabe. Ja, oder Priska Birrer und ihre Partei, die sind immer in einem dauernden Klassenkampf. Für euch sind alle grossen Firmen sind a priori schon mal irgendwo anrüchig und haben etwas Negatives. Aber das sind die, die in diesem Land riesige Steuerbeträge zahlen und jetzt sind wir bei der OECD, die sogar noch mehr zahlen müssen. Wir haben heute kantonale Steuern, die legen die nach Kanton, legen die, ich glaube, Nidwald ist der tiefste, irgendwie 8-9% und gehen dann nur Zürich und so, Romandie, wo es dann irgendwo bei 12-14% ist. Und jetzt soll auf Druck hin, internationalen Druck, sollen alle Länder neu 15% haben. Und das wird dazu führen, dass die Steuereinnahmen für die grossen Firmen, die ihr immer verteufeln, nochmal werden steigen um viele Prozent. Und dadurch werden die Steuereinnahmen beim Staat massiv werden steigen. Wesentlich mehr als von dem, was wir hier reden. Und ich muss einfach sagen, in mir ist es lieber, eine Firma tun wir so, das Ganze, die Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass die weitere attraktive Bedingungen haben bei uns im Land, dass sie hier investieren, dass sie hier die Arbeitsplätze schaffen. Und ich tue die nicht so verteufeln, wie ihr das dauernd möchtet. Nein, wir tun nicht Firmen verteufeln, sondern wir tun das
kritisieren, was gewisse Firmen machen, nämlich versuchen, möglichst viel Steuersubstrat irgendwo in einem Schlupfloch zu verstecken bzw. nicht zu versteuern, irgendein anderes Land zu transferieren. Nach dem Motto, können wir dort noch ein bisschen unten rein. Das ist die Kritik, die wir haben. Es gibt Firmen, die korrekt versteuern, die verhalten sich korrekt, und es gibt solche, die suchen alles Mögliche, um da irgendwie sich daraus rauszuschleichen. Das sind aber die Gleichlichen, die nachher froh sind, wenn man gut ausgebildete Leute hat. Für das finanzieren wir Hochschulen oder für das finanzieren wir auch Berufsausbildung. Sie sind froh, wenn sie eine gute Infrastruktur vor Ort haben, wenn sie zum Beispiel mobil sein können, sei das jetzt mit dem Zug oder mit dem Auto. Sie sind froh, wenn sie dort entsprechende Bedingungen haben. Sie sind froh, wenn sie zum Beispiel noch Land erwerben können, wenn sie gute Abwicklungen haben, wenn sie nachher investieren in Gebäude und so. Und das finanzieren wir alles finanzieren über den Staat. Oder? Und wegen dem ist es wichtig, dass auch dieser Sektor seinen Beitrag leistet. Und jetzt muss ich einfach noch etwas sagen zu den Gewinnen von vorhin und zu dem, dass die Unternehmen, Gott sei Dank, ein bisschen etwas abliefern an diesen Staat. Muss ich einfach sagen, die Gewinne sind explodiert in den letzten Jahren. Und wenn jetzt nicht wegen dem ein bisschen würden die Einnahmen steigen, dann würde ja etwas gerade völlig falsch laufen. Dividenden sind in den letzten Jahren, Dividendenausschüttungen sind in den letzten Jahren von 4 Milliarden auf 80 Milliarden gestiegen. Das zeigt, was für massive Gewinne rum sind. Und wenn da nicht nachher ein kleiner Teil, der wenigstens im Staat noch zukommt, das ist die Hälfte von der direkten Bundessteuer, also dann müssten wir uns also definitiv fragen, in welchem falschen Film das wir also sind. Oder? Ja, aber Entschuldigung, ja. Priska Bier, jetzt reden wir nicht vom Gleichen. Ich bin doch nicht dagegen, dass die Firmen, wenn sie oder wenn ich im Unternehmen einen Gewinn mache, dann ist es klar, dass das eine Gewinnsteuer soll geben soll. Da können wir dann noch zusammen darüber streiten, wie hoch das die sein soll. Aber da sind wir uns wahrscheinlich einig, da hat auch niemand etwas dagegen. Aber was da passiert ist, wir gehen eine Firma besteuern, für das, dass sie bereit ist, zu investieren, Geld in die Hand nehmen, Kapital aufzunehmen. Und das ist ein totaler Fehlansatz. Und das, genau das schaffen andere Länder ab. Und jetzt habe ich es selber erlebt. Ich war selber auch im Ausland gewesen, wenn man Firmen probiert hat, auch in die Schweiz zu bringen. Dann kommen andere Länder, dann kommt Irland, dann kommt Holland und so weiter. Die tun dann den Firmen Land günstig zur Verfügung stellen. Alles, was bei uns teuer ist, haben tiefere Löhne, andere ich sage mal, Vorteile gegenüber unserem Land. Und die Emissionsabgabe ist einfach ein weiteres Element drin, dass wir die Standortattraktivität in der Schweiz weiter steigern wollen. Das ist jetzt aber nur das ist jetzt der erste Teil. Also, Verrechnungssteuer hat man jetzt gerade im Dezember das nationale Parlament entschieden, Verrechnungssteuer für das Inland aufheben. Und der zweite Teil von dieser Stempelsteuerabgabe, die Umsatzabgabe, nämlich, die soll auch gestrichen werden. Da haben die SP das Referendum schon wieder ergriffen. Also, es wird schon immer ein bisschen abgeschnitten. Ist es denn schlimm, wenn ein Staat attraktive Steuern hat, wenn die Steuern tief sind? Der Staat soll seinen Anteil haben an den Steuern, aber wenn wir können im internationalen Wettbewerb unseren Vorteil verschaffen, dann, und das verkennt ihr jedes Mal. Die Schweiz hat jedes Mal, wenn wir attraktive Steuern haben, der Kanton Zug ist ein ganz gutes Beispiel, früher ein armer Kanton gesehen mit Bauern, nicht gegen Bauern, und heute ist ein florierender Kanton. In der Regel hat man so viele dynamische Effekte, dass die Steuereinnahmen in der Gesamtheit sogar nachher weiter steigen. Also schauen wir doch, dass wir weiter attraktiv bleiben und tun wir hier ein erstes Element jetzt einmal Ja sagen, damit wir den alten Zopf vom Ersten Weltkrieg endlich einmal abschaffen. Das hat sie keine Angst, dass die Firmen nicht weggehen, wie jetzt der Herr Grüter sagt. Also ich meine, die Schweiz ist ja nach wie vor steuerlich eines der attraktivsten Länder. Übrigens, die Mindestbesteuer betrifft ja nachher alle. Die betrifft auch Irland und Holland und alle anderen. Auch wir sind eines der attraktivsten Länder. Jetzt ist gerade gestern wieder eine neue Studie rausgekommen von BAK Basel, die wieder gezeigt hat, dass wegen der Steuer- und AHV-Vorlage, wo wir ja auch dazu gestanden sind, aber dort, wegen dem ist ja die Unternehmensbesteuerung noch einmal gesunken. Das heisst, sie konnten noch einmal etwa 2 Prozentpunkte gut machen, sprich nach oben. Und mit anderen Worten, jetzt ist nicht Walden noch vor Hongkong. Also wir sind und nachher kommen fast alle steuergünstigen Kantone von der Schweiz. Wir sind ein attraktives Land generell. Wir haben das nicht nötig, aber wir brauchen in diesem Staat auch die Einnahmen und es sind alle etwas dabei, dazu beitragen. Also auch die Unternehmen, sie tun das zu einem Teil, sie tun es nicht überall gleichlich und wir sind dafür, dass wenn wir alle Transaktionen besteuern, jedes Gipfel, jedes Kaffee, dann sollen wir auch
auch die Bank und die Finanztransaktionen. Und wenn ich einfach nur noch sagen darf, wer hätte in der letzten Zeit die grossen Eigenkapitalerhöhungen gemacht und rausgegeben? Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Das waren zum Teil Banken. Jetzt hat gerade auch wieder Credit Suisse müssen wegen ihren Einschauer mit Archegos und Greensill. Credit Suisse hat zum Beispiel Aktien emittiert im Immobilienbereich. Das geht nachher, die Immobilienfirmen kaufen nachher zusammen, dann nachher den Mietzins bzw. Mietkosten wieder ansteigen lassen. Und das ist ein Fehlanreiz. Und dort jetzt noch sagen, ja, und wenn ich das rausgebe, müsst ihr jetzt nicht einmal mit das zahlen, das geht nicht. Wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich möchte noch schnell ein bisschen den Bogen spannen, das ist sich vielleicht ein bisschen gesucht, aber trotzdem zu der Corona-Politik auch. Da haben die Unternehmen haben in der Schweiz viel Geld bekommen vom Bund, Härtefallentschädigung und so weiter. Das ist doch auch schon gut gewesen. Irgendwann muss es vielleicht auch länger, oder? Ja, es sind natürlich, gerade dort hat es natürlich jetzt auch Unternehmen gegeben, die nicht mehr durchhaben mögen, die müssen Kapital. Ich kenne derige übrigens, also nicht nur irgendwelche. Priska Birr hat jetzt da wieder ein Beispiel genommen von einer Grossbank. Ich könnte könnte auch 20 Beispiele bringen von anständigen, seriösen, mittelständischen Firmen, die mehr Kapital brauchen im Unternehmen. Und wo dann am Schluss noch müssen, gerade jetzt bei der Corona-Krise hat es ein paar gegeben, zum Beispiel aus dem Gastrobereich können ich Unternehmungen. Letzte Woche ist im Zug nach Bern ein Unternehmer zu mir gekommen, gesagt, er müsse jetzt 2,5 Millionen Aktienkapital einschiessen, damit er Kurven kratzt. Also, und genau der liefert jetzt noch 1% ab, hat aber noch keinen Frankengewinn gemacht, dann geht wieder ins Risiko ein. Also tun wir doch aufhören mit so Zeug. Das müssen wir doch einfach abschaffen. Auch noch Corona-Politik noch zu Ihnen, Frau Birrer, als Schluss noch. Es ist eigentlich zu begrüssen, wenn die Unternehmen entlastet werden. Gerade auch in der Corona-Politik hat man jetzt von eurer Seite das immer in Fokus gestellt. Und die Kredite, die wir zum Beispiel gewährt haben zu diesen guten Konditionen, die haben den Durchschnittskredit an die Unternehmen ist knapp etwas über 100'000 Franken. Also wir sind überhaupt nicht bei dieser Million, die frei ist. Eine Million ist Freibetrag. Und wenn ein Unternehmen in einem Sanierungsfall ist, geht es sogar bis 10 Millionen auf. Das heisst, mit anderen Worten, man hat hier sehr wohl auf dem Gesetzgeber her Augenmass gehabt für die Entlastungen, die nötig sind. Aber ich sage es noch einmal, es sollen alle beitragen. Es soll nicht sein, dass Kapital zunehmend entlastet wird. Und das wird es. Das ist eine jahrelange Taktik. Und Lohn, Rente, Konsum wird belastet, dagegen wehren wir uns. Gut, dabei wären wir auch schon wieder am Schluss von der Sendung. Die 20 Minuten mehr oder plus minus gehen schnell durch. Merci Priska Birrer und merci Franz Grüter für die Diskussion. Und ob die über 100-jährige Stempelsteuer dann teilweise abgeschafft wird, das entscheiden Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am 13. Februar. Und das nächste Kontrovers, das gibt es hier in einer Woche, dann diskutieren wir das Mediengesetz. Und es geht um die Frage, ob der Bund den Medien bis zu 150 Millionen Franken jährlich geben soll. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Bis dann, eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.